Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Was heißt Folge? Ich möchte euch informieren, dass es ein neues FIFA Mobile Update gab. Leute, habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, guckt mal in eure Einstellungen bzw. in euren Play Store, in euren App Store, wenn ihr iOS, also ein Apple-Gerät habt, guckt in euren App Store, wenn ihr ein Android-Gerät habt, so wie ich, guckt in euren Play Store, weil es gab einen FIFA 18 Mobile Update. Und mit diesem Update kann man jetzt, Leute, beispielsweise auf dem Markt, ich möchte euch halt die neuen Funktionen des Updates einmal vorstellen. Nämlich, ihr könnt jetzt auf dem Markt, EA hat das Ganze geupdatet, ihr könnt auf dem Markt endlich, das war für die Ikonen beispielsweise einfach bitter nötig. Ihr könnt nach Nationen suchen, Leute, ihr könnt nach Nationen suchen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Yashin freischalten wollt, und ihr braucht 6 Russen im Team, könnt ihr einfach jetzt hier nach Russland suchen. Also ihr geht zum R. Jetzt habe ich das R übersprungen. Hier Russland in weiß, blau, rot natürlich die Fahne. Und dann könnt ihr einfach nach Russen suchen. Und dann guckt ihr hier, welche russischen Spieler hole ich mir. Welche russischen Spieler trainiere ich, um Yashin abzuholen. Das ist auf jeden Fall nice. Das hatte ich mir ja gewünscht. Vielleicht hat der EA mein Video gesehen, ne? Oder einer meiner Folgen, wo ich das mal gesagt hatte. So, hier. Die ganzen Russen, die es gibt. Ich überlege mir halt auch noch aktuell, ob ich mir Yashin hole, weil er ist halt einer der Besten. Ne? Er ist, wenn nicht sogar, der beste Keeper, den es gibt im Spiel aktuell. Okay, Van der Sar ist, glaube ich, noch besser. Aber Prime Icon ist halt Prime Icon, ne? Genau. Ja. Aber dafür müsste ich so viele Münzen raushauen. Deswegen weiß ich halt nicht, ob ich es wirklich mache. Des Weiteren gab es ein Update im Modi mein Team, oder was heißt im Modi, bei halt, bei der ganz normalen Aufstellung. Ihr könnt nämlich jetzt Spieler sperren, Leute, ihr könnt Spieler sperren. Wenn ihr zum Beispiel hier, ich sperre jetzt mal Davy Selke, könnt ihr hier auf sperren, habt ihr so einen Reiter und jetzt ist hier so ein Schloss bei Davy Selke. Das heißt, wenn ihr jetzt einen anderen Stürmer drin habt, beispielsweise Luis Suarez bei mir, und ich jetzt Luis Suarez trainieren möchte, wie auch, wieso auch immer, sage ich mal, dann gehe ich jetzt hier auf Spieler trainieren natürlich. Und da jetzt Davy Selke gesperrt ist, kann ich ihn nicht da oben reinhauen. Ich kann ihn nicht hochziehen, Leute. Ich probiere es, es geht nicht. Es geht nicht, ich kann Mike Rauen nach oben ziehen, aber ich kann nicht Davy Selke da oben reinpacken. Das geht nicht. Also man kann Spieler sperren und man kann jetzt auch Spieler quasi verkaufen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Oder man kann die Skillboost wieder verkaufen, ne? Also das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, aber ich glaube, das kann man so machen. Wenn ihr jetzt hier nämlich auf, wo kann man das machen? Spieler trainieren? Nee. Aber ihr bekommt einen Wert für die Skillboost angezeigt. Ihr habt ja eben gesehen, bei Davy Selke stand dann 89.000 Münzen. Also irgendwie kann man das noch irgendwie verkaufen oder so. Keine Ahnung, da sehe ich halt auch noch nicht durch. Aber wieso sollte man, also ich werde kein Spieler von mir die Skillboost verkaufen oder irgendwie so. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ihr wisst es sicherlich besser als ich. Aber die Funktion sperren finde ich auf jeden Fall auch nett. War jetzt nicht nötig, weil man muss halt darauf achten, welche Spieler man einsetzt für die Trainingseinheiten oder für das Training. Und wenn man halt nicht selbst darauf achtet, ist man selbst schuld. Aber jetzt kann man die Spieler sperren, wenn ihr zum Beispiel hier als Reservespieler Per Mertesacker habt und ihr denkt euch, ja, Per Mertesacker will ich nicht einsetzen. Er ist halt ein 80er, manchmal sieht man das nicht, wenn man auf Plus drückt und dann halt einen Spieler trainiert. Ich möchte nicht Mertesacker trainieren, deswegen. Und wenn ihr jetzt beispielsweise in die Startelf geht und hier Plattner trainiert, oder ich in meinem Fall Plattner trainieren möchte, und ihr hier auf, hier, da sind Münzen. 97.000 Münzen. Super, du hast einem bereits hochgelevelten Spieler hinzugefügt, du erhältst die bis zum Hochleveln. Jetzt verstehe ich, Leute, ihr müsst es doch nicht unten in die Kommentare schreiben. Wenn ich jetzt hier Westermann mit reinhaue, kriege ich nochmal 97.000 Münzen, so wie ich das sehe. Ja, kriege ich nochmal 97.000 Münzen, weil ich den halt schon trainiert habe. Das ist auch nice gemacht, dass man ja auch mehr Münzen jetzt bekommt, dann man bekommt quasi Münzen wieder zurück. So wie ich es hier verstehe. Aber Mertesacker geht jetzt hier noch nicht oben rein. Der ist gesperrt. Und wenn ihr hier auf Plus drückt, bleibt Mertesacker auch unten. Und wird halt nicht mit hinzugefügt zu den Trainingseinheiten. Das war das nächste kleine Update, sage ich mal.
Also am besten finde ich die Funktion Nation auf dem Markt. Und ihr könnt auch auf dem Markt, habe ich auch vergessen eben, könnt ihr auch Skillboost einstellen. Das heißt, wenn ihr einen Spieler sucht, beispielsweise hier, ich habe Ballkontrolle schon Level 8. Ich möchte auf jeden Fall einen Spieler, der Ballkontrolle 8 hat. Dann könnt ihr jetzt hier eingeben, ich heb mal die Nation auf. Und bam, werden hier die Spieler angezeigt, die Ballkontrolle haben. Hier zum Beispiel Andres Iniesta. Richtig nice, also ja, den brauche ich zwar nicht. Aber Leute, die ganzen Preise steigen. Die Preise steigen an wie sonst was, Leute. Die Preise steigen an wie sonst was und keiner weiß so wirklich wieso. Ich spekuliere es. Ich spekuliere, dass es die, dass es der SBC-Hype ist. Weil wenn ihr guckt, Leute, Messi kostet jetzt einfach 34 Millionen. Messi kostet 34 Millionen. Ich habe ihn für 17 gekauft. Doppelter Coins. Ich habe halt 17 Millionen plus gemacht, wenn ich ihn verkaufen würde. 17 Millionen plus. Plus. Leute. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um die Upgrades. Es gab noch ein neues Upgrade. Nämlich die Liga wurde ein bisschen geupgradet. Hier könnt ihr jetzt nämlich eure Mitglieder nach Teamstärke sortieren. Nach dem höchsten Level. Nach meiste Fans. Nach führende. Und so weiter und so fort. Ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Der Chat ist hier auch ein bisschen erneuert worden. Finde ich auch geiler als vorher. Also EA hat viel, sage ich mal, geupdatet fürs Auge, sage ich mal. Ne? Also gerade in der Liga, das sieht einfach geil aus, in meiner Meinung. Das sieht einfach geil aus. Turniere. Gibt es jetzt Ruhmpunkte? Wie das genau abläuft, weiß ich auch noch nicht. Das ist unser erstes Turnier hier nach dem Update. In der besten Liste steht hier halt auch Ruhm da. Und wir haben 3400 Ruhm. Wie viele Ruhmpunkte man pro Sieg bekommt, weiß ich nicht. Aber wir sind schon Rang 1019, Leute. Wir sind Rang 1019. Das ist echt nicht so verkehrt, ne? Also, Leute, die YouTube Backstrader Liga rockt hier, Leute. Die rockt. Und ich hoffe, wir machen so weiter, Jungs und Mädels. Hier Tom, Domme, Janni, alle stark hier mit am Stissel. Das Schlechteste ist natürlich Cooling. Mann, Cooling, 93, du musst echt an deinem Team arbeiten, ne, Cooling, wenn du das Video hier siehst. 3-5-2 spielt er immer noch. Aber hat halt Davy Selke, ne, da kann man ihm nicht sauer sein. Da kann man den Cooling nicht sauer sein, wenn er Davy Selke da vorne drin hat, Leute. Auf jeden Fall waren das die Updates. Ein Update steht auch noch in den Patch Notes, sag ich mal, drin von FIFA, von EA. Squad Builder Challenges. Die sind noch nicht gekommen. Also zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video gerade aufnehme. Vielleicht sind sie schon draußen. Wer weiß. Ich werde heute Abend auf jeden Fall wieder streamen. Wenn die Squad Builder Battle, nicht die Squad Builder Battle, wenn die Squad Builder Challenges draußen sind, werde ich natürlich die Squad Builder Challenges machen, Leute. Ist ja ganz klare Sache. Also ich hoffe, die sind draußen. Ich hoffe, EA macht eine Ehrenmann-Aktion und haut sie einfach mal raus, Leute. Auf jeden Fall war es das jetzt hier mit dem FIFA 18 Mobile Update-Video, sage ich mal. Ich hoffe, ich konnte euch die neuen Funktionen ein bisschen näher bringen. Vielleicht habt ihr es schon auch gewusst, vielleicht habt ihr es noch nicht gewusst. Lasst einfach mal ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns natürlich nachher im Stream und um 20 Uhr in einer normalen FIFA 18 Mobile Folge. Haut rein und tschüssi.